Wildes Wochenende in Dülmen. Nicht nur in der Wildpferdebahn können Zuschauer zurzeit ein wildes Wochenende erleben, sondern zum ersten Mal auch in der Dülmener Innenstadt. Analog zum Wildpferdefang hat das Kulturteam der Stadt Dülmen und Dülmen Marketing ein wildes Wochenende ins Leben gerufen. Es war immer so das Problem, auch für uns, dass unheimlich viele Leute nach Dülmen gucken. Es konzentrieren sich ganz, ganz viele Leute bundesweit auf den Wildpferdefang. Das ist auch als Imagefaktor für die Stadt Dülmen ganz toll. Aber die Leute sind halt alle im Meerfelder Bruch und eben nicht in der Innenstadt. Und das ist halt schon so ein Phänomen, wo wir uns in den vergangenen Jahren mit beschäftigt haben. Bereits der Auftakt zum wilden Wochenende wurde ein Knaller. Am Donnerstagabend gastierte das bekannte Comedy-Trio Storno Open Air auf der Bühne am Marktplatz. Und das vor ausverkauften Plätzen. Das Wetter spielte mit. Heute Abend haben wir die Gruppe Storno hier zu Gast auf dem Marktplatz in Dülmen. Das ist das erste Mal, dass die Gruppe hier auftritt. Und da freuen wir uns sehr drüber, auch über die große Resonanz. 500 Karten waren ruckzuck ausverkauft. Ich bin zusammen mit dem Jochen Rüther schon jetzt 35 Jahre unterwegs. Früher waren wir eine Vierertruppe, die hießen die kleinen Mexe. Wir haben sehr früh schon begonnen mit Kabarett. Das ist ungefähr 40 Jahre her. Das ist ein Studentenkabarett gewesen, die kleinen Mexe. 1988 stieß Herr Funke dazu. Zusammengekommen vor vielen Jahren, vor jetzt fast 20 Jahren. Harald Funke und ich kennen uns schon sehr lange von Bühnenarbeiten. Gute Laune war angesagt, als die drei Münsteraner Kabarettisten die Bühne betraten. Schon die ersten Gags sorgten für Lacher im Publikum. Die Pandemie liegt hinter uns. Ja. Herr Funke, Herr Rüther, ich muss wirklich sagen, ich bin glücklich, dass wir das im Kollektiv geschafft haben. Wir haben zum Beispiel Insider-Dresscodes entwickelt mit dieser Maske. Es gab Leute, die haben die immer so getragen. Haben Sie die gesehen? Ich habe zuerst gedacht, was ist denn das? Das ist ein Zeichen. Ja, aber wofür? Das heißt, ich bin Kiemenatmer. Verstehen Sie? Vielleicht heißt es das auch, dass man Doppelkinn mehr hat. Also wir machen ja viel Kabarett, also auch politisches Kabarett, mögen aber auch mal den Karlauer oder mal ein schönes Lied. Also da sind wir ganz unbefangen. Ich bin das, was man so gemeinhin Weißclown nennt. Also wenn man die Bühnenfiguren, uns drei als Bühnenfiguren nimmt, dann bin ich dieser besserwisserische Weißclown. Rund 100 Gastspiele pro Jahr absolvieren die drei Ausnahmekünstler, die sich ihre Aufgaben rund um die Tourneeplanung aufgeteilt haben. Ja, das ist immer ein Kollektiv, wie wir das erarbeiten. Das Schreiben macht anteilsmäßig zu ganz großen Teilen der Harald Funke. Der ist ein genialer Schreiber, der kann denken, gleichzeitig sofort hinschreiben. Jeder hat so seine Aufgaben. Ich mache viel die Musiken. Jochen ist für alle Sachen da und macht auch noch nebenher das ganze Büro. Ne? Inventur, so der Titel des aktuellen Kabarettprogramms, in dem die Künstler ihre Einschätzung zur Lage der Nation zum Besten geben. Man konnte mit der Maske Botschaften senden. Vor allem Männer haben das sehr gerne gemacht. Die hatten die Maske meist vom Mund und haben den Zinken so rüberschwappen lassen, also den Rüssel so. Ja, und was hieß das? Das hieß, ich hatte seit einem halben Jahr keinen Geschlechtsverkehr und ich wäre jetzt wohl soweit. Also mir ist hauptsächlich das hier aufgefallen. Wissen Sie, was das hieß? Nein. Wo ist eigentlich meine Maske? Der Auftritt bei den Ruhrfestspielen sei für die drei Künstler stets ein Erlebnis, so Harald Funke. Wunderbar, also für uns das Schönste ist mit bei den Ruhrfestspielen zu spielen, in diesem Ambiente, es ist ein weltweites Theaterfestival und dann auch viele Kollegen zu treffen, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt. Das ist eins der Schönsten, ja. Bis zum Sonntag können die Besucher in der Innenstadt täglich neue Highlights erleben, weiß Silke Althoff. Morgen wird dann der Künstler Kamrat hier auf der Bühne ein Konzert geben. Am Samstag geht es dann weiter. Da ist ja der eigentliche Wildpferdefang auf der Wildpferdebahn und hier auf dem Marktplatz wird der Fang live gestreamt von 14 bis 16 Uhr. Und rund um den Stream gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Hobbyhorsing, mit Kinderkreativangeboten, mit Musik von der Radioband Deluxe. Nach dem wilden Wochenende wollen die Verantwortlichen die gemachten Erfahrungen auswerten und darüber nachdenken, ob die Veranstaltung in den nächsten Jahren eine Wiederholung findet.